Ja, hallo. In dem Web-Talk soll es heute darum gehen, wie ich einen Kurs in mein eigenes Lernangebot reinkopiere. Und dazu muss ich gleich erstmal eine Einschränkung machen. Ich werde heute vor allem zeigen, wie das Ganze in Moodle geht. Man kann das sicherlich auf viele andere Lernmanagementsysteme übertragen. Man kann das um die Ecke gedacht sicherlich auch auf WordPress und andere Systeme übertragen. Ich möchte aber gern konkret werden, deswegen werde ich mit Moodle arbeiten. Moodle ist ein Open Source LMS, Lernmanagementsystem und ist für viele Leute zugänglich. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe hier ein leeres, frisches Moodle. Ich habe das für diese Präsentation einfach nur mal lokal installiert. Das wird nicht der übliche Fall sein. Also diese lokale Installation, die ist ganz gut, um Sachen auszuprobieren, um mal was zu testen, ohne dass man gleich aktive Systeme kaputt macht oder sowas. Aber es macht natürlich keinen Sinn, ein Moodle-System lokal nur bei sich auf dem Rechner zu installieren, wenn andere Leute darauf auch Zugriff haben sollen, also wenn man Lernende da reinkriegen möchte. Ansonsten ist das von der Funktionalität genauso wie das andere Moodle-System. Wir haben hier Kurse, ich habe mal einen schon angelegt. Wir können die Webseite administrieren, wir können Kalender nutzen und vieles anderes mehr. Ich habe eine Sache noch gemacht und zwar habe ich ein H5P-Plugin installiert. Für Moodle gibt es ein H5P-Plugin, das werde ich nachher noch brauchen. Das habe ich aber schon mal gemacht, das dauert eine Weile, dabei muss man nicht zugucken. Vielleicht generell zu dem Talk heute, ich habe eine Liste mit Links und Stichpunkten und Checklisten, die werden wir zu dem Talk dazu liefern. Da ist auch verlinkt, wo ich ein lokales Moodle herbekomme und wo ich da das H5P-Plugin herbekomme. Gut, wir haben jetzt also dieses Moodle. Und als zweites haben wir einen frei lizenzierten Kurs, den wir gerne integrieren möchten. Ich habe mir überlegt, welchen ich da nehmen könnte. Und dachte, es gibt auf oncampus.de doch diesen Einstieg in H5P. Das ist ein Kurs, der den Einstieg in H5P erläutert. Den hat Nele Hirsch geschrieben, die ebenfalls aus dieser Web-Talk-Reihe bekannt ist. Und der steht unter CC BY-Lizenz. Das ist die erste Sache, die ich auf alle Fälle schauen müsste. Steht er überhaupt unter einer freien Lizenz? Wenn er nicht unter einer freien Lizenz steht, muss ich gegebenenfalls fragen. Wenn es Einschränkungen gibt, wie nicht kommerziell, muss ich selber überlegen, bin ich denn in einem kommerziellen Auftrag unterwegs? Wenn da steht, nicht verändern, ist auch immer schwierig. Deswegen der hier ist total safe. Okay. Wenn ich jetzt hier einfach reingehen würde in den Kurs als ganz normale Teilnehmerin, und das werde ich auch gleich mal umstellen, damit mir gegebenenfalls keine Datenschutzprobleme entstehen, wenn E-Mail-Adressen sehen sind, dann kann ich mich hier in diesem Kurs umsehen. Ich sehe dort die verschiedenen Kapitel. Ich sehe, es gibt hier Überschriften und es gibt Texte und es gibt so bunt hervorgehobene Felder und hier gibt es mal ein Video. Und den Kurs sollte ich mir jetzt erstmal ganz in Ruhe angucken. Was ist da drin? Und zwar durchaus auch auf einer technischen Basis. Also auf einer technischen Basis erkenne ich hier Texte. Das hat eine Überschrift. Hier sehe ich ein Video. Ich hatte vorhin schon hier sehe ich einen Link. Genau, und hier habe ich jetzt nochmal so einen Kasten. So einen farbig hervorgehobenen. Und jetzt überlege ich, mein Moodle, kann das denn auch? Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier diesen Kurs und dann möchte ich das langsam anlegen, dann funktioniert es im Moodle immer so, ich schalte hier das Bearbeiten ein. Und ich nehme vielleicht, weil ich nur H5P installieren nehmen möchte, nehme ich dieses Kapitel und fange dann an und sage, okay, Copy and Paste Hand. Das Titel soll sein H5P installieren. So, und dann nehme ich diesen Text, Copy and Paste Hand, Material annehmen, damit macht sich ein Textfeld gut, fügt das hinzu. Pack das da rein. Das hier oben möchte ich noch als Überschrift formatieren. Speichere das. Und so führe ich das fort. Jetzt würde ich hier gleich auf so einen Kasten kommen, der ist farblich hervorgehoben. Und das ist bei oncampus.de so, weil ich dafür
besondere Codes habe. Also es ist eigentlich auch ein Textfeld nur. Nur ich habe dieses Textfeld anders formatiert. Das haben bei OnCampus die Entwickler gemacht. Das habe ich jetzt hier bei meinem Textfeld, bei meinem Moodle aber nicht. Nun könnte ich sagen, okay, ich mache jetzt ein Textfeld und füge das ein. Sieht man auch, dass der Kurs schon ein bisschen älter ist, weil ich glaube, die deutsche Übersetzung ist zumindest zum Teilen fertig. Und entscheide mich dann vielleicht, dass ich dann noch vielleicht irgendwas Verschnicktes drumherum mache. Ich überlege gerade, ich glaube, so richtig gut kann ich jetzt nicht machen. Also ich kann jetzt hier in die HTML-Basis gehen und sagen, okay, ich möchte das Ganze vielleicht, na, kursiv hätte ich jetzt auch im Editor machen können. Also ich überlege mir hier irgendeinen Workaround. Ja, ich kann vielleicht auch tatsächlich noch in die CSS-Ansicht gehen und dort nochmal besonders hervorgehobene Bereiche nehmen. Ich kann mir den HTML-Befehl raussuchen, um Hintergrundfarben zu ändern. Ich kann mir einen Div-Container drum bauen. Ich muss aber ehrlich sagen, mir fallen jetzt nicht die, also manchmal ist der Background-Color, manchmal ist BG-Color, manchmal ist Snow-Color. Ich mich jetzt hier blamiere und das nicht richtig mache, lasse ich es erstmal so. Und so muss ich dann erstmal gucken, alle Elemente, die hier drin sind, kann ich die überhaupt mit meinem System abbilden? Also auch bei einem WordPress-System wird man da nur bestimmte Sachen machen können. Und bei dem, wo ich es nicht kann, wie jetzt gerade hier bei diesem Bereich, wäre jetzt die Frage, okay, vielleicht kann ich was anderes machen. Ja, vielleicht mache ich Hinweise immer, dass ich hiervon noch ein Icon reinbastel. Oder dass ich ein Emoji, das könnte ich vielleicht machen. Ich könnte hier so ein, gucken, ob es mir das erlaubt. Ich denke, hier so ein Emoji reinpacke und immer so ein Ausrufezeichen mache. Das gibt es hier nicht. Ich mache dann so ein. Ich nehme ein Auge. So. Und packe jetzt vielleicht ein Auge hin, was jetzt nur aus. Und speichere das ab. Und habe immer, wenn Hinweise sind, ein Auge. Also, ich muss mir halt überlegen, entweder ich kann es direkt abbilden, vielleicht brauche ich Features noch, dann muss ich die nachinstallieren, wie ich es jetzt hier bei den H5P-Inhalten habe. Oder ich finde irgendeinen Workaround. Oder ich entscheide mich sogar dazu, das wegzulassen. Also wenn es jetzt, ich sag mal, technisch eine andere Sache noch wäre, ein Sound, den ich einfach nicht abspielen kann oder eine Animation, die einfach nicht umzusetzen ist, vielleicht lasse ich es dann weg und setze vielleicht einen Link drauf. Setze vielleicht einen Link auf diese Originaldatei. Eine Sache, die ich hier eigentlich schon angefangen habe, die aber vielleicht sogar vorher noch kurz besser wäre, ist, dass man die Struktur abgleichen muss. Na, also hier auf OnCampus habe ich Kapitel und ich habe Lektionen und in den Lektionen habe ich nochmal Überschriften. Das ist eine große Überschrift, die scheint offenbar untergeordnet. Ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich ja häufig auf dem System arbeite, ich weiß, es gibt 3 Unterschriftenebenen, die man hier noch nutzen könnte. In der Regel werden 2 genutzt. Also da muss ich gucken, wie viele Gliederungsebenen habe ich und kann ich das auch in meinem System umsetzen. Ja, also ich könnte jetzt sagen, das hier ist immer mein Kapitel und eine große Überschrift ist meine Lektion. Und wenn ich dann unten zu tief komme in die Überschriften und es wird nicht mehr logisch, muss ich mir was einfallen lassen. Also da sollte man auch überlegen. Vielleicht ist das sogar noch wichtiger, wenn ich jetzt nicht Moodle in Moodle überführe. Das ist ja jetzt hier, ich sag mal, fast die einfachere Lösung. Sondern wenn ich zum Beispiel ein WordPress-System habe, einen Blog oder eine Webseite, wo ich dann vielleicht überlegen muss, dann ist hier oben das Menü und jeder Eintrag im Menü ist ein Kapitel. Also ich muss einfach überlegen, ich habe die Logik von dem Ausgangspunkt-Kurs und ich habe dann die Logik von meinem System und wie kann ich das denn überführen? Okay. Weitere Idee ist, Sache, die ich vielleicht beachten müsste, ist, möchte ich das jetzt so machen, wie ich das hier habe, nämlich das schrittweise überführen, oder möchte ich erstmal alles kopieren und dann Sachen ändern? Also ich übernehme das ja in der Regel in mein System aus verschiedenen Gründen. Da gibt es auch schon ein anderes Webinar dazu, weshalb ich jetzt entweder ein eigenes System nutzen sollte oder auf das Fremde verweisen sollte. Also meine Teilnehmenden könnten ja theoretisch auch bei Nela einfach den Kurs machen. Und da wäre es die Frage, muss ich denn viel ändern? Und möchte ich deswegen den Kurs erstmal komplett kopieren und hinterher drüber gehen? Oder möchte ich den Kurs möchte ich ihn nicht komplett kopieren, sondern so schrittweise aufbauen und bei jedem schrittweisen überlegen, was ändere ich denn jetzt? Das ist
sicherlich eine Frage der persönlichen Arbeitsweise. Auch eine Frage von dem, will ich eher viel ändern oder eher wenig? Will ich vielleicht nur von du auf sie umschreiben? Das gibt es ja auch manchmal, dass man so andere Umgangsformen einfach unterstützen muss. Muss man das da gucken. So, ich habe gesagt, man kann eine komplette Kopie ziehen. Das ist nicht fair, sage ich mal so, weil ich kann eine komplette Kopie ziehen. Wenn wir jetzt zwei Systeme haben, auf denen wir beide Admin-Rechte haben, dann können wir genau das machen, was ich gleich zeige. Und ich sage gleich, wie man es vielleicht machen könnte, wenn man keine Admin-Rechte hat. Also das hier ist ja dahinter, steckt auch ein Moodle-System. Bei Moodle kann man, jetzt fällt mir die Teilnehmer wieder auf die Füße. Bei Moodle kann man, wenn man Admin-Rechte hat, diesen Kurs sichern. Und das mache ich jetzt mal. Ich sichere den Kurs. Ich möchte die Nutzerinnen und Nutzer nicht mitnehmen. Klicke hier auf Weiter. Ich kann mir hier noch aussuchen, ob ich bestimmte Sachen weglasse oder mitnehme. Ich möchte die natürlich alle mitnehmen. Dann ist Moodle nochmal ganz korrekt und zeigt mir alle Sachen. Also, und ich kann es oben auch noch umbenennen, die Datei. Und jetzt führe ich die Sicherung aus. Der Kurs ist tatsächlich nicht so groß, beziehungsweise er besteht nur aus, eigentlich in Anführungszeichen nur aus Textfeldern, weil selbst die Videos, die eingebunden sind, sind nur Frames und da werden iFrames, da werden nur YouTube-Videos eingebaut. Deswegen geht das relativ schnell. So, und ich habe jetzt diese Sicherung hergestellt. Das ist die hier, ein STK5P, genau, die ist heute erstellt worden. Und die kann ich mir herunterladen. So, das ist eine Datei, die endet immer auf MBZ. Das müsste man jetzt auch hier sehen. Also hier in meinem Download-Ordner ist die MBZ-Datei. Und jetzt gehe ich ins andere Moodle und werde da jetzt den Kurs wieder importieren. Das geht bei Moodle über Website-Administration, Kurse, Kurs wiederherstellen. Da. Kurs wiederherstellen. Da ziehe ich jetzt den Kurs einfach rein. Ich hätte auch hier über Datei wählen diese ganzen Schritte nehmen können. Klicke auf Wiederherstellen. Der hat ein paar Sachen erkannt. Er sieht natürlich hier auch, dass keine Nutzerinformationen drinstecken. Die haben wir ja vorhin extra rausgelassen. Und zeigt mir nochmal an, welche Sachen das alles dabei hat. Dann klicke hier auf Weiter. Dann, das ist so eine Management-Sache in Moodle, möchte er wissen, ob ich ihn als neuen Kurs wiederherstelle oder ob ich ihn quasi einen vorhandenen Kurs überschreiben möchte. Ich möchte ihn als neuen Kurs wiederherstellen. Im Kursbereich Verschiedenes, ich habe auch keinen anderen. Das ist, wenn ihr ein größeres Moodle habt mit sehr vielen Kursen, mögen da mehr Entscheidungen zu treffen sein. Ich möchte alles mitnehmen, was geht. Und bekomme jetzt nochmal eine Übersicht gezeigt. Ich kann das auch umbenennen, weil ja vielleicht habe ich schon einen, der Einstieg H5P heißt. Und jetzt, genau, jetzt ist das finale Fenster da, bei dem ich wieder herstellen, ausführen klicke. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich das in der Praxis mache, klicke ich auch weiter, 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 da einen Haken raus, weiter, weiter, weiter. So, der Kurs ist jetzt da und ich habe ihn hier quasi schon drin. Und das ist eine Sache, da habe ich ehrlich gesagt bis vor ein paar Tagen nicht gewusst, ob es jetzt wirklich viel kaputt macht. Na, weil dieses Moodle, was wir hier auf OnCampus.de haben, sieht natürlich ganz anders aus als dieses Standard-Moodle. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Also wir haben hier ein Forum, in dem die News drin stehen. Wir haben Kapitelbilder, die brauche ich jetzt in meinem Moodle nicht, weil ich habe ja nicht dieses Navigationsmenü, aber ich habe sie schon mal mitbekommen. Es gibt ein allgemeines Diskussionsforum, es gibt die Social-Media-Seite, die bringt mir jetzt hier auch nicht so viel, ich kann ja mal draufklicken. Also da sind die Social-Media-Ansichten da, die sonst, Moment, wo sind die sonst? Hier. Nein, da. Na, also es sind hier sonst solche Sachen, wo ich auf YouTube gucken kann, auf Facebook und auf Twitter. Und die sind so halb richtig mit übernommen worden. Die müsste ich jetzt noch mal Hand anlegen, hier bearbeiten, meine eigenen Sachen vielleicht reinfügen. Da könnte ich dann weitermachen. Ne? Also man sieht auch hier, das wurde so übernommen. Hier steht die Überschrift.
hier, das ist eigentlich im richtigen Kurs so ein bunter Kasten. Na, also da hat beim Übertragen letztendlich mein Moodle festgestellt, ich habe hier so eine Anweisung, dass das lila sein soll, das kenne ich aber nicht, deswegen ist das für mich ein normaler Text. Wie gesagt, das kann ich mir jetzt angucken, die Videos stehen ja auch drin. Man sieht auch durchaus hier dieses Video, das hat noch eine horizontale Scrollleiste, da müsste ich mich also noch drum kümmern, dass es eingepasst wird, also dass es sich an den Rahmen selber anpasst. Die H5P-Sachen sehen gut aus. Ja, also insgesamt ist das fürs erste Gruppieren ganz gut. Und ich müsste jetzt rübergehen und die Feinheiten machen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann fehlt natürlich im letzten Schritt die Sache, dass ich mir nochmal angucken muss, was ich jetzt mit dieser Lizenz mache. Dieser Kasten hier wurde jetzt einfach kopiert, weil im ursprünglichen Kurs das natürlich richtig gut gemacht wurde und hier die Lizenz auch eingefügt wurde. Das kann sein, wenn diese Lizenz nur außen drauf stehen würde, müsste ich das jetzt hier noch reinbauen. Und wie formuliere ich das jetzt aus? Das ist eine Glaubensfrage und eine Frage von dem, wie viel unten geändert hat. Ich würde, wenn ich jetzt sage, ich will eigentlich nur diesen Kurs machen, übernehmen, ein ganz klein wenig anpassen und mit meinen Teilnehmenden aber eigentlich genauso machen, wie es ist, würde ich sagen, Lizenz, dieser Kurs wurde erstellt von Nele Hirsch vom E-Bildungslabor und ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz. Was jetzt noch eigentlich fertig wäre, wäre die Angabe dazu, was ihr dran verändert habt. Auch hier ist es ein Stück weit, ich will nicht sagen, es ist eine Bauchentscheidung, es ist aber ein Stück weit eine Frage von dem, wie viel ihr verändert habt. Vielleicht, wenn ihr nur ein Kapitel eigentlich nur übernommen habt und dann noch was dran geändert hat, ist es ja vielleicht einfacher, an diesem einen Kapitel das ranzuschreiben und nicht hier allgemein für den ganzen Kurs. Wenn ich aber jetzt den ganzen Kurs übernommen habe und nur die Sachen angepasst habe, die, ich sag mal, Darstellung nur angepasst wurde, ist es vielleicht ausreichend, wenn ich eine Änderung vorgehe. Nominelle Änderungen von Anja Lorenz. Formatierung der Textblöcke und so weiter. Man muss hier dazu sagen, dass dass es hierzu keine festen Regeln gibt, was man da alles reinschreibt. Ich hätte auch reinschreiben können, Anpassungen von Anja Lorenz. Es ist immer eine Frage von dem, wie der Lizenzinhaber, nämlich dann Nele in dem Fall, jetzt darauf erpicht wäre, ich sag mal, dass ich sie wirklich einhalte. In dem Fall könnte ich sie auch einfach fragen. Was ich aber auf alle Fälle noch machen, ist es auf den Kurs zu verweisen. Ich würde dann nicht auf die Seite verweisen, sondern ich glaube, ich würde lieber auf die Startseite verweisen. Die ist hier. Ich mache das jetzt einfach mal hier, dieser Kurs. Kann man natürlich alles dann immer noch schöner machen. Da sieht man auch wieder, die Copy and Paste Hand ist wichtig. Und hätte jetzt für diesen kompletten Kurs, wie gesagt, ich würde ihn noch an einigen Stellen anpassen. Ich würde hier oben machen, dass da nicht Thema 2 steht. Ich würde noch ein paar mehr farbliche Akzente setzen. Aber so könnte man jetzt ganz schnell einen Kurs kopieren. Theoretisch. Weil ich bin Admin auf oncampus.de und ihr vielleicht nicht, ziemlich sicher. Was passiert jetzt, wenn diese Sachen nicht zugänglich sind? Also ich könnte mir zum Beispiel auch bei eMorgs, das sind die Österreicher Freunden mit ihren MOOCs, da hätte ich mir ja auch einen raussuchen können. Und das ist auch ein Moodle, was da drunter liegt. Und ich hätte jetzt vielleicht hier einen Kurs nehmen wollen, elektrische Netz- und Anlagenschutz, den ich vielleicht hätte gerne haben wollen und hätte den hier reinbringen wollen. Was mache ich dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich möchte ihn ohnehin so anpassen, dass ich ganz viel drüber gehen muss und sowieso hier mit der Copy-and-Paste-Hand selber arbeite. Dann ist es besser. Also dann kann ich ihn einfach so rauskopieren, ne, mit Copy-and-Paste. Oder ich mache einfach etwas, was zumindest noch nicht in der Häufigkeit auftritt, dass ich sage, das kann man nicht machen, sondern ich sage, nee, das kommt so selten vor, das kann man auf alle Fälle machen. Man schreibt die Leute an.
Man schreibt sie an und sagt so, hey, dein Kurs, der steht doch unter freier Lizenz, das ist super, ich würde den gern für mein Lernangebot nutzen. Mir würde es aber total helfen, wenn du mir diese Moodle-Datei geben könntest. Und ich muss sagen, ich für unsere Systeme würde sagen, wenn das frei lizenziert ist, würde ich das tatsächlich machen. Ich würde aber nochmal den Autorinnen und Autoren, falls wir das nicht waren, Bescheid geben. Weil einerseits kann sein, dass sie sagen, oh nee, im Moment ist ja irgendwie doch nicht so richtig das, was ich mal wollte, wobei sie dann eigentlich nur so halb eine Chance haben, da dagegen anzukommen. Vor allem aber, weil ich ganz genau weiß, dass Nele sich wahrscheinlich riesig freuen würde, dass ihr Kurs jetzt an eine andere, also rausgegeben werden konnte und weiter irgendwo verwendet wird. Ich muss aber auch als Admin Sorge dafür tragen, dass eben sowas wie Nutzerdaten dann nicht mit rausgehen. Das ist meine Aufgabe, der kann ich verantwortungsvoll nachkommen. Und die Contents können trotzdem kopiert werden. Ich habe noch einen weiteren, also ich habe zwei Tipps gehabt. Den einen habe ich schon gesagt, nämlich den Urhebern Bescheid zu geben, wenn ihr sowas macht, wenn ihr die kopiert. Der zweite Tipp ist, wenn ihr Sachen einfügt oder wenn ihr Sachen kopiert, dann würde ich euch empfehlen, das immer unformatiert einzufügen. Ich mache das mal vor. Und zwar habe ich ein Textfeld auf der einen Seite, das lege ich an. Und ich möchte jetzt, gehen wir mal zurück zum Kurs. Ich möchte jetzt das hier einfügen. Dann kann ich da Steuerung C drücken. Wenn ich jetzt Steuerung V drücke, hat es nicht gut vorgemacht. Ich nehme mal was Blaues, mal gucken. Steuerung C. Wenn ich Steuerung V drücke, dann habe ich das Problem, dass nicht der Effekt eingetreten ist, den ich gern hätte. Und zwar passiert es häufig so, vielleicht kann man es besser erkennen, wenn man es aus einer Word-Datei kopiert. Dann wird die Formatierung mit übertragen. Hier scheint das von Moodle zu Moodle, ich habe es tatsächlich vorher nicht getestet, von Moodle zu Moodle kein Problem sein, weil Moodle sagt, aha, das ist eine Überschrift, die kenne ich, und fügt das in seiner Logik ein. Wenn ich von Word komme, sieht das zum Teil sehr anders aus. Und dann, ich sag mal, dann hat man hier eine andere Schriftart, dann haut einen das zum Teil das Ganze durcheinander. Der HTML-Code ist nicht sauber, das ist was für Formatierungsnerds. Deswegen unformatiert einfügen, kann man jetzt quasi sich mitdenken, das ist Steuerung, Shift und V. Ne? Also das ist nicht nur die Hand, sondern das ist quasi der kleine Finger noch mit, der Ringfinger noch dazu. Steuerung, Shift und V fügt Sachen unformatiert ein. So. Das war, glaube ich, von der Demo so alles, was ich zeigen konnte und wollte. Deswegen ist es auch immer super, wenn man offene Formate hat, die das zulassen. Also Text ist immer ein offenes Format, HTML ist ein offenes Format, H5P ist ein offenes Format. Also wenn ihr da Glück habt und einen Kurs findet, wo H5P-Interaktionen drin sind, die kann man auch direkt runterladen und in das Moodle wieder reinnehmen. Und deswegen, das ist immer kein Problem. Problematischer wird es, wenn man Animationen reinnimmt, die kein offenes Format sind, wo man erst quasi einen Player braucht, den man nicht bei sich installieren kann. Da muss man dann immer ein bisschen rum überlegen, wie man da einen geeigneten Workaround findet. So, das war mein Input zu, wie man Kurse kopieren und remixen kann, einfach mal ganz praktisch mit einer Demo. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit.